Papa? Ashley? Matt hat mir ja deine ganz schön unglaubliche Geschichte erzählt. Wie alt ist er eigentlich? Er ist 13. Ah, 13. Genauso alt wie du, als du damals auf die Blood Edward Insel gekommen bist. Ja, es war der Tag vor meinem 14. Geburtstag. Ashley, verrate mir mal eines. Hast du dich mit ihm angefreundet? Weil er nach seinem Vater gesucht hat. Naja, da ist schon was dran. Aber es geht nicht nur darum. Er erinnert mich an jemanden. An wen denn? Den ersten echten Freund, den ich jemals hatte. Ich kann ihn also nicht so einfach ignorieren. Ashley, wer war denn dein erster echter Freund? Kenne ich ihn? Nein, du kennst ihn nicht. Puh, ich sage mal, Geist trifft es ja vielleicht irgendwo. Ah, ich hätte ihn gern kennengelernt. Es gibt so vieles über dich, das ich nicht weiß, Ashley. Ja, so ist es nun mal. Aber es gibt auch vieles, was ich von dir nicht weiß. In der Tat. Ashley, das nächste Mal, wenn du in jemanden einen wahren Freund siehst, was dann? Stellst du ihn mir dann vor? Puh, weiß nicht. Klar doch. Okay, machen wir. Geben wir unserem Vater ein bisschen Vertrauensvorschuss. Sicher doch. Wirklich? Ja, versprochen. Ich stelle dich nächstes Mal ganz sicher vor, wenn ich jemanden kennenlerne. Vielen Dank, Ashley. Noch etwas, Papa. Ja, Ashley. Ich habe mich wieder an Dinge über Mama erinnert. Aus der Zeit, als sie hier war. Ashley, du hast dich an weitere Dinge von vor 13 Jahren erinnert? Ja. Woran denn genau? Ich war mit Mama am Glockenturm. Du warst dort mit Sayoko? Genau, und an der Statue der Meerjungfrau. Am Glockenturm und der Meerjungfrau-Statue, sicher? Ja. Ashley, du weißt, du musst dich nicht zwingen, dich an Sayoko zu erinnern. Papa, ich zwinge mich überhaupt nicht. Ich will mich aber an sie erinnern. Ashley, als du mir zum ersten Mal von deinen Erinnerungen von vor 13 Jahren erzählt hast, ehrlich gesagt hatte ich gehofft, du könntest dich für mich an ein paar Dinge erinnern. Das war aber selbstsüchtig und falsch. Falsch? Aber warum? Ashley, die Fragmente der Erinnerungen an deine Mutter sind dir gewiss wichtig. Sie sind etwas Besonderes, das du in deinem Herzen behalten solltest. Sie sind ganz sicher nicht dafür da, damit ich mehr über Nata erfahre. Papa? Also bitte, zwing dich nicht, dich an Dinge zu erinnern. Ich verstehe. Eine Sache aber noch. Mama war hergekommen, um sich mit jemandem zu treffen, nicht wahr? Ashley? Ja, ich glaube, sie war hier, um jemanden zu treffen. Mama wollte jemanden treffen. Aber wer war dieser jemand? Weißt du das? Leider nicht. Sayoko muss irgendeinen unerklärten Grund gehabt haben, der sie vor 13 Jahren herführte. Ungeklärt? Ja, sonst wäre sie nie hierher gekommen. Ich frage mich, wieso sie ihn vor mir geheim gehalten hat. Wie hast du überhaupt erfahren, dass sie hier war?
Ihr Name war auf der Besucherliste bei JC Welle. Als ich ihn sah, konnte ich es kaum glauben. Unfassbar, dass sie vor so langer Zeit ganz im Geheimen hergekommen ist. Aber warum war sie bei JC Welle? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum sie diesen Ort aufgesucht hat. Als ich davon hörte, habe ich versucht, die Gründe dafür in Erfahrung zu bringen. Aber vergebens. Dann ist die ganze Sache bei JC Welle passiert. Was ist bei JC Welle passiert? Wovon sprichst du, Papa? Ist irgendetwas bei JC Welle passiert? Oh. Nein, es war nichts. Nichts, worum du dir Sorgen machen müsstest. Jedenfalls. Moment. Telefon. Richard Robbins am Apparat. Ah, Gina. Stimmt etwas nicht? Was? Was? Und wo ist Ryan? Verstehe. Bin schon unterwegs. Informier am besten auch gleich Rex. Ja, bin gleich da. Ashley, es tut mir schrecklich leid. Das war JC Welle. Ich muss sofort dorthin zurück. Ist etwas passiert? Es gibt da ein Problem mit dem Sicherheitssystem. Innerhalb von JC Welle? Nein, das Problem liegt bei dem System, worüber die Sicherheitskameras hier laufen. Hier gibt es Sicherheitskameras? JC Welle hat eine Reihe von Sicherheitskameras hier in der Gegend installiert. Bei unserer Arbeit dürfen wir niemanden wissen lassen, wo JC Welle seine Anlagen hat. Wir arbeiten mit äußerst sensiblen Informationen. Okay, ich schätze mal, die eine Laterne da bei der Meerjungfrau war so eine Kamera. Die Sicherheitskameras wurden in der Gegend installiert, um Einbruchsversuchen vorzubeugen. Wenn sie nicht mehr funktionieren, könnte alles Mögliche passieren. Das klingt ziemlich schlimm. Ashley, warte bitte hier auf mich. Also gut. Es dauert sich eine Weile, aber ich komme wieder, ganz bestimmt. Dann können wir über deine Mutter reden. Wie klingt das für dich? Klingt gut. Tut mir leid wegen der ganzen Sache, aber ich komme bald wieder. Oh, falls du Hunger hast, es gibt ein Restaurant in der Nähe, das auch nach Hause liefert. Echt? Ja, es ist gleich neben dem Rontel. Du kannst es nicht verpassen. Sag dem Besitzer einfach, wer du bist, und er stellt es mir in Rechnung. Ich hoffe, du bist mir nicht allzu böse. Bis bald. Bis später. Wow, Papa ist echt beschäftigt. Oh, ist das Matt im Hintergrund? Ich wollte mit ihm darüber reden, welche Erinnerungen ich an Mama gehabt habe. Hoffentlich kommt er bald wieder. Hey Ash, wo ist denn dein Vater hin? Er musste zurück ins Labor. Es gab wohl Probleme mit dem Sicherheitssystem. Er hat ganz schön viel zu tun. Was? Ja, dabei wollte ich so viel mit ihm bereden. Kommt er bald zurück? Er hat's zwar gesagt, aber ich glaube eher, es dauert noch eine Weile. Ja, sag mal Ash. Denkst du, hier gibt's einen Computer im Haus? Wieso? Bestimmt steht irgendwo einer. Und Internet, denkst du, das gibt's auch? Sehr wahrscheinlich. Kann ich ihn benutzen? Wofür? Um nach meinem Papa zu suchen. Vielleicht finde ich im Internet etwas über ihn
Zu Hause lässt mich mein Onkel nie an den Computer. Das ist eine gute Idee. Vielleicht steht ja oben einer. Sehen wir mal nach. Ja. Okay. Dann muss ich wohl nach oben gehen. Da, Treppe. Ich jetzt raus, erster Stock. Toll. Gibt es da überhaupt sonst nichts? Also das ist ja eine Tür. Sieht so aus. Hinein. Das sieht wie Papas Schlafzimmer aus. Ah, da steht ein Computer. Toll! Schalten wir ihn mal ein. Oh ja! Okay, aber hier werde ich wieder eine Pause machen und es gut speichern. Also, bis gleich.